Und viel Glück und Segen kann sicher auch die Kaiser Wilhelm gebrauchen. Der historische Raddampfer verkehrt normalerweise auf der Elbe zwischen Hitzacker und Blekede. Jetzt soll es aufs große Fahrt nach Dresden gehen, in den Geburtsort des Schiffes. Der Weg dorthin ist weit, dauert 17 Tage. Deshalb musste das unter Denkmalschutz stehende Schiff vorher noch general überholt werden. Dabei ging es sogar ans Herzstück, an die Dampfmaschine. Jetzt ist alles fertig. Das ist die gute Nachricht. Die große Reise steht bevor. Weil es aber allein 24 Stunden dauert, den Kessel anzuheizen, wollten wir so lange nicht mehr warten. Jessica Becker ist auch so schon mal mit an Bord gegangen. Auch wenn das hier nur ein Probelauf ist, in den letzten Wochen ist Markus Reich mehr als aufgeregt. Er wird den Kaiser, so nennen sie den Raddampfer, Ende August nach Dresden fahren. Schon als Kind hat er davon geträumt, hier einmal am Steuer zu stehen. Maschine, stopp! Die Kommandos sitzen, der Kapitän ist vorbereitet. Die Vorfreude auf die 570 Kilometer auf dem Fluss ist mittlerweile immens groß. Ich kann das irgendwie im Augenblick noch gar nicht so richtig fassen, dass wir das tatsächlich machen. Ja, es ist wirklich eine Herausforderung und auch eine ganz, ganz große Ehre, dass ich dieses Schiff fahren darf. Hier ist wirklich alles handgemacht. Ja, und dadurch ist es auch eine besondere Herausforderung, dieses Schiff zu navigieren. Denn der Kaiser ist mittlerweile 115 Jahre alt. Gebaut wurde er in einer Werft in Dresden. Jahrelang war der Schaufelraddampfer auf der Weser unterwegs, bis ihn der Lauenburger Förderverein wieder auf die Elbe holte. Die Fahrt in die alte Heimat ist für alle ehrenamtlichen Besatzungsmitglieder ein Highlight. Die Fahrt nach Dresden ist was ganz Besonderes fürs Schiff, aber auch für die gesamte Besatzung. Und es war schon immer der Traum wohl vieler Dampfschifffreunde, dass dieses Schiff noch mal dahin kommt, wo es gebaut wurde. Und das wollen wir jetzt in diesem Sommer angehen. Und ja, alle Dampferfreunde aus ganz Europa freuen sich schon drauf, dass es jetzt endlich losgeht. Immerhin ist der Kaiser einer von gerade einmal 4 mit Kohle befeuerten Raddampfern weltweit. 150 Kilo Kohle pro Stunde braucht er, um überhaupt fahren zu können. Jetzt standen langfristige Renovierungen an. Mit Geld vom Bund und der Metropolregion Hamburg wurden Kombüse, Bordwände und vor allem die Dampfmaschine wieder auf Vordermann gebracht. Alles unter denkmalgeschützten Vorgaben. Wir müssen uns immer erstmal erkundigen bei der Schiffsuntersuchungskommission, was müssen wir machen? Und dann ist die nächste Frage beim Denkmalamt, was dürfen wir machen? Und in diesem Spagat versuchen wir dann, die möglichst beste Lösung für das Schiff herauszuholen. Denn normalerweise fährt der Kaiser Wilhelm als Ausflugsschiff nach Hitzacker und Blekede. Nun wird er 17 Tage am Stück unterwegs sein. Dass das auf Kosten des Privatlebens gehen könnte, stört von der Besatzung niemanden. Das ist schöner als jeder andere Urlaub, den man 14 Tage irgendwo am Mittelmeer oder sonst wo verbringen würde. Das ist wirklich dann Erlebnisurlaub. Und für Kapitän Markus Reich am Ende eben auch die Erfüllung eines Kindheitstraums. Und hallo Niedersachsen wünscht gute Reise.